Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angespielt, heute vom Spiel Infinity Kingdom. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Spiel, falls ihr es ebenfalls probieren oder spielen wollt. Willkommen in Norheim. Vielen Dank, dass du den Ruf der Königreiche gefolgt und nach Norheim gekommen bist, um uns in dieser glorreichen Schlacht um Überleben und Auferstehung beizustehen. Hier bist du angegriffen, der Gnome ausgesetzt und musst überall nach den effektivsten Möglichkeiten suchen, sie zu besiegen. Außerdem bist du mit der ruhmreichen Aufgabe betraut. Betraut? Das Königreich wieder zum Wohlstand führerer Tage zu führen. Aber das Wichtigste ist, dass du mit deinen Gefährten zusammenarbeiten musst, um das Herz der Welt zu schützen und stabil zu erhalten. Bist du ein für die seltsame neue Wahl mit ihren endlosen Herausforderungen? Dann lass uns das Königreich wählen, dessen glorreicher Lord du sein möchtest. Let's go! Wir haben grün, rot oder blau. Natürlich nehmen wir blau, weil es einfach... Okay, wir konnten nicht mal sehen, wählen, was jetzt Vorteil oder ähnliches ist. Speerkämpfer AP plus 5. Aber ich finde die ganz süß, außerdem mag ich blau, ne? Okay. Empfohlene Belohnung, 2 Edelsteine und wir kriegen 100 FIP-Erfahrung. Wir können halt noch switchen zu den anderen. Das Grüne bringt was? Schildsoldaten-LP. Vitas. Und das Rote ist... Löwas. Rustlen. Kavallerie-LP plus 5%. Nein, wir bleiben tatsächlich dort. Scheinbar kriegen wir auch nochmal eine Belohnung, ne? Empfohlene Belohnung. Weil wir das als empfohlen bekommen haben, kriegen wir da nochmal eine dicke kleine Belohnung dazu. The Philosopher's Stone. A human soul bound by rarest alchemy is the key to opening the ultimate gate. And the fight for the stone has been a curse. And the kingdoms of man have been at war for hundreds of years. All the while, gnomes' forces in the distant north were quietly rising. Three years ago, the gnome shattered the northern line of defense and led their mechanical army into the fray. One by one, our cities are falling. If nothing is done, the human world may face its doom. Und nur wir können sie retten. Da kommt eine Kavallerie, die natürlich nicht durchkommt. Weil dort Steinfelsen liegen, felsige Steine. You have finally arrived, my lord. Our war. The gnomes have ransacked our cities like a plague of locusts. Okay, wir müssen erstmal alles neu bauen, ne? Die Burg sollen wir erst einmal restaurieren. Der Kern deines Gebäudes? Glückwunsch an Lord 61392 zum Erhalt dieses unsterblichen Merlin. Gut, sollen wir die Mauer wieder aufbauen? Die sind auch beschädigt. Aha, Gebietsstand gerade, alles klar. Von der Grafik her sieht schon mal nicht verkehrt aus, oder? Gefällt mir. Die Mauer plus 78 macht... So, da sind Gnome. Holy shit, dieser Skorpion sieht ja geil aus. Den will ich haben. Den da, den rechts. My lord, this is the Philosopher's Stone we fought so hard to protect. It can summon an immortal as strong as last. Don't hesitate. We need more. Okay. Saal der Unsterblichen. Wir haben auch hier den Stein der Weisen. Jetzt muss nur noch Harry Potter kommen und dann sind alle zusammen. Wieder plus 40 Macht. So, dann kann ich jetzt bestimmt Leute, genau, ne? Ich kann ja wieder irgendwelche Unsterblichen beschwören. Unsterblichen klingt aber schon mal schön, oder? Wir haben eine grüne Einheit bekommen. Naja, immerhin nicht grau. Besser wäre blau oder lila gewesen oder orange. Aber wir haben Merlin, oder? Ist das nicht Merlin? Krass, der spricht Französisch. Pierre de Tourelle. Fügt dem Ziel physischen Schaden zu, Schadensrate 165%. Let's go, Rückkehr. Wir haben noch einen Gratisversuch. Ach komm schon, lass mich dir noch nutzen. Du Schuft. Dann müssen wir auch das wieder aufbauen. Das Trainingsgelände. Dauert glücklicherweise auch nur 5 Sekunden.
Und die Kavallerie-Kaserne muss ich reparieren. Na, warum nicht? Können wir bitte gleich alles reparieren? Was hat er denn davon? Einfach alles reparieren. Gibt's einen Button? Alles super. Gibt's in so vielen Spielen, ne? Wonderfully done. Okay, wir sollen ein paar Kavalleries trainieren. 15 Minuten. Oh nein, wir haben gar keine Zeit dafür. Eine Antippbeschleunigung für 5 Sekunden. 5 Minuten. 300. Okay. Ich habe 300 Truppen gerade bekommen. Nice Sache. Ah, wir haben jetzt Lancelot und Pierre de Tourral. Auto. Wir können sie automatisch auffüllen. Nein, doch nicht. Okay, kämpfen wir gegen sie. 400 sind meine und die... Ach ne, 400 Gegner. 400 Gegner und 2000 Ladung. Let's go! Spektakuläre Ansicht auf jeden Fall. Okay, ne, wir haben 400, der Gegner 280 gehabt. Aber auch wir verlieren, Leute. Und zwar nicht wenig. Der hat zwar schon 100 verloren, nicht erst bei 60, aber trotzdem finde ich nicht wenig. Bam, schön Ice Attack. Sehr schön. 50 XP und wir haben, ja, okay, beenden. Und wir können jetzt Bauernhöfe wieder bauen. Ach, da links stehen zwar schon noch Leute, aber ist egal. Die lassen uns schon in Ruhe, wa? Würde ich sagen. Klar. Richtig. Na, Krankenhaus dafür, dass wir die verletzten Leute wieder heilen können. Nachdem wir sie in der Schlacht verwundet haben. Heilen wir alle. Eine andere Welt, die Abreise, Kapitel 1. Baue ein Trainingsgelände, aber auch ein Krankenhaus. Errichte eine Bogenschützenkaserne. Haben wir überall festgelegte Plätze. Ne? Das heißt also, wir können hier nicht viel variieren. So. Wir gehen mal straight die Missionen entlang. Kann ich deinen Namen vorschlagen? Ein absolutes Gemetzel. Ja, Merlin macht gut was, ne? Wir würden Merlin bekommen, Wasserbogenschütze, unsterblich. Errichte eine Schildsoldat-Kaserne. Wer hat die Burg? Ich würde ganz gerne erstmal kurz hier den Bauernhof nochmal einsetzen. Und ich würde auch gerne alle upgraden. Sofern es geht. Okay, ne, wir müssen tatsächlich erst die Burg aufrüsten. Das ist ja bedauerlich. Wir können sonst nichts machen, ne? Sonst müsste irgendwo wahrscheinlich über ein grüner Pfeil sein. Aber es geht sonst derzeit nichts weiteres. Alles klar, werten wir das auf. 20 Sekunden dauert das. Kann ich das instant beenden? Nee, ne? Nee. Wir haben natürlich ordentlich Beschleuniger, die wir später nutzen könnten. Für die 20 Sekunden lohnt es sich aber überhaupt nicht. So, was haben wir hier noch? Belohnung abholen, nehmen wir mit. Und was haben wir hier noch? Nischt. Und Burgaufwertungsbelohnung kriege ich auch noch ein bisschen was. So, dann gib mir doch bitte mal das Gratis-Ding. Danke sehr. Dann können wir nämlich noch einen dritten Helden in unsere Teamreihe reinpacken. Hat die eine Zahnlücke? Helena, berühmte Schönheit, Schneesturm auf Elite-Rang, nice. Noch ein Gratis-Versuch. Ich kann hier theoretisch ein paar mehr Gratis-Versuche nutzen.
Aha. Das ist bestimmt eine Heilerin, oder? Eine Naturheilerin. Das Licht von Kusch. Stell 12 Sekunden alle 3 Sekunden RP für deine Beine Heiler bei der nächsten Truppenzahl wieder her. Nice, auch nicht verkehrt. Finde ich auch gut. Truppen. Dann packen wir Helena hier rein. Und sie packen wir hier rein. Ach verdammt, ist noch gesperrt. Können wir die austauschen? Ja, wa? Mach den mal bitte weg. Danke. Ach so. Ist sie gar nicht unsterblich? Die ist noch gesperrt, die Position. Brauchen wir laut Level 5. Alles klar. Das ist ja schade. Und ich habe hier eine Aura bekommen. Na, sehen wir hier oben. Physische sterbliche Abwehr plus 20%. Magische unsterbliche Abwehr auch plus 20%. Bei 4 Einheiten des gleichen Typs nochmal 20% dazu. Und bei 5 gleiche Einheiten Truppen-LP plus 10%. So, erobere die Sägewerk zurück. Let's go. Greifen wir sie an. 1100 Truppen macht 5500 Ladungen. Ist unsere Power gewesen, ne? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Jo, 1100 haben wir. Und der Gegner hat keine Chance. Wir haben jetzt nämlich auch schöne Fernkämpfer mit dabei. Schöne Bogenschützen. Oh, aber er hat mich betäubt. Uncool, aber es macht nichts. Bogenschützen sind schon eine schöne Sache. Ja, gut. Hat für die Skills jetzt einfach nicht gereicht, ne? Da waren die einfach zu schwach, die Gegner. So. Jeweils 20 XP. Alles klärchen. Yet another hard-won victory. The moral of our troops. We've now recaptured our lumber holdings. We need... Gut, jetzt sollen wir die Sägewerke bauen. Gleich beide natürlich. 8 Sägewerke können wir insgesamt bauen. Hier drüben ist auch noch was. Das ist noch ein Strudel. Oh, wo geht's denn da rein? Idea. Okay. Ist einfach nur eine Ideenwerkstatt. Keine Ahnung, warum man da sowas macht. Naja. Okay. Na, wir haben hier schon mal. Hier ist so ein bisschen mehr, wo man Sägewerke und Bauernhöfe wahrscheinlich errichten kann. Wo kamen wir Level 2? Aber dummerweise kann ich hier nicht tatsächlich auf die. Auf diese grünen Pfeile achten, ne? Wobei normalerweise sollten wir die aufwerten können. Können wir auch. Schade, die grünen Pfeile sind nicht da. Ärgerlich. Hätte ich ein bisschen gehofft darauf. Okay. Tägliche Exklusivtruhe. Ach, nehme ich auch mit. VIP-Punkte. Alles schlecht, nehmen wir auch ein bisschen was mit davon. Dann gibt es wieder 20.000 VIP-Stufen. Und hier müssen wir auch wieder ein bisschen selber mitnehmen. Alles klar. Guck mal, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen einfach ein kleines Let's Play draus und schauen mal, wie weit wir das spielen werden. Seht das mal, grafisch finde ich es gut. Aber wie gesagt, wir empfehlen dir die kleinen Pfeile. Vielleicht kann man das mal von den Optionen einstellen. Werden wir mal gucken. Ja, wenn ihr es auch spielen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Spiel. Vielleicht kann man ja auch eine Gilde gründen, ich weiß nicht. Müssen wir uns mal angucken in den nächsten Folgen. Was man hier so alles mitnehmen kann. Na, da ist die Gratis-Truhe, die will ich natürlich haben. Logo. Gibt es gefühlt in jedem Spiel einfach, ne? Immer wieder was Gratis, um die Leute zu ködern. Aber gut. Wir machen nächste Folge weiter. Wir haben auf jeden Fall Quests, woran wir uns orientieren können, was ich ganz cool finde. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.